Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. So, wir spielen weiter. Und ich baue gerade den zweiten Zellenblock, damit ich auf über 50 komme, damit der Zuschuss fertig wird. Und dann muss ich noch weiter schauen. Bin immer noch überlegen, ob ich hier den Gemeinschaftsraum, glaube ich, rein. Problem ist halt dann nur der blöde Hof. Der Hof ist immer ein Problem. Weil der auch tierisch nervig ist tatsächlich. Meiner Meinung nach. Mach ich da denn jetzt am besten? So, ne? Und dann immer so eine Zelle, oder? Wie Kohle habe ich nicht. Zu wenig Kapital. Und das große Problem ist, ich habe noch niemals Kohle, um die Dinge jetzt zu machen, die Rohre. Ungünstig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wird genau passen für die 20.000. Müssen wir schauen. Lass die Tür mal bitte auf. Achso. So, die können wir sowieso zumachen. Auch nicht verriegelt. So. Hau da ab. So. Achso, ich hab das gerade nicht als Dusche deklariert. Aha. Ups. Stimmt ja. Sollte man vielleicht auch tun, ne? Die Frage, obwohl die Dusche, die können wir auch so machen. Das ist nicht das Problem. Aber die Toiletten. Das wird nicht hinhauen. Wie teuer ist das große Rohr? Teuer. Leider. Aber wenn ich das, wenn die Zellen fertig sind, dann habe ich auf jeden Fall schon mal die 20.000 wieder drin. Das ist schon mal der Wichtigste gerade. Was sind denn die ganzen Arbeiter im Rumtouren? Ich habe doch 10, oder? Ja, eigentlich. Wo sie alle sind, keine Ahnung. So. Ja, von der Lieferung. Von der Anlieferung bis Dingens. Das dauert so lang. Den Besucherraum will ich später auch irgendwo anders irgendwie hinbauen oder größer bauen. Könnte theoretisch auch hier oben reinbauen. Dann könnte ich hier.
Die Verwahrzelle bauen vielleicht. Aber mal schauen, wie ich das mache. Ich weiß auch noch gar nicht, wie später, wenn ich noch Sicherheitstrakt baue, wo ich den hinbaue. Oder wie ich das mache. Weil ein Hochsicherheitstrakt, der muss auf jeden Fall einen eigenen Eingang haben. Das definitiv. So, gib mal duschen, Freunde. Ja, duschen. Warum haben die schon wieder ernsthafte Beschwerden? Keine Ahnung warum. Man weiß es nicht, man munkelt. Also 46 Zellen habe ich schon. Da unten fehlen noch die paar. Und dann sollte es eigentlich hinhauen. Das Schöne ist, das haben die auch geändert. Solange keine Häftlinge in den Zellen sind, sind die auch offen. Ja, das muss noch fertig gemacht werden hier. Da fehlt noch ein Bett und Bücherregal. Und dann haben wir die Zellen fertig. Ein Bett fehlt noch. Da kommt's. Was ist das denn da? Ah, Betonboden da rein. Wie sieht der denn aus? So, wir haben uns 20.000 gekriegt. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann hier weitermachen. So. So. Boah, da kostet so ein Zellenblock, ey, leck mich am Arsch. So, Wasser haben wir auch. Ach, Strom muss ich noch machen. Ströme. So, was ist da los? Ernsthafte Beschwerden. Warum? Ja, mach doch auf. Hallo, danke. Erholung? Warum, hä? Warum ist das Erholung? Will ich schlafen oder was? Was? Warum prügeln sich denn da welche? Das verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht tatsächlich. Warum rennt da schon mal einer rum?
Verstehe ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Warum die keine Erholung gekriegt haben? Aus welchem Grund? Es ist so alles gut hier. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich. Das verstand ich jetzt nicht. Es ist doch, soweit alles tutti. Nur die Erholung halt. Ein gelangweilter Häftling. Gemeinschaftsbewahrer, ja. Habe ich noch nicht. Habe ich gerade keine Kohle für. Tut mir leid. Jetzt gerade. Just in diesem Moment. Habe ich da kein Geld für. Obwohl, ich könnte den auch hier hinbauen erstmal. Das mache ich auch. So, baut mal gleich Türen da ein, wenn es geht. Da müsste 15 sein. Das heißt, da müsste auf jeden Fall passen, wenn ich dann, wenn die fertig sind. Das müsste gehen. Patrouillen-Dingen, okay. Gehen wir aber auch hin. Zwei Häftlinge müssen noch in, also die sitzen wahrscheinlich in ihren Zellen. Das gilt ja auch als Einzelhaft, glaube ich. Also in ihren Zellen oder in Einzelhaft. So, dann kann ich das als Dusche noch machen hier. So. Dann haben wir den Zellenblock auch fertig. Was wackelt Luft? Der ganze Schmuck können wir mal abreißen hier. Wollen wir eigentlich komplett machen? Ah ja, sehr gut. So. So, Gemeinschaftsraum. Da müssen wir erstmal für zwei Billardtische rein. Dann können wir da noch. Was können wir noch reinbauen? Machen wir mal noch. Vier Radios rein. Na, wohl drei reichen.
Auch noch drei Fernseher rein. Dann bauen wir hier auch noch welche rein. So, sonst auch wieder zu heulen. Und mir ist auch fertig im Gemeinschaftsraum. Sehr gut. Läuft. So, was brauche ich jetzt hier rein? Ich habe keine Ahnung. Da kommt jetzt auch einer rein. So, und ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Achen. Über zwei aufstocken. So, das sollte jetzt auch dann runtergehen durch den Gemeinschaftsraum. Was baue ich da rein? Die Rezeption? Die müsste aber eigentlich da rein. Kapelle, Blödsinn. Tatsächlich. Ich will aber noch zwei Lampen hier reinbauen. Ja, da wurde wohl was gefunden. Auch natürlich ärgerlich für ihn. Wie sieht das eigentlich aus mit den Waffen? Habe ich das eigentlich schon? Ne. Ach, Informationen war es. Hab ich noch nicht. Erstmal fett den ersten Aufstand gehabt hier. Bei Niedrigleuten. Normal passiert das relativ zügig. Also da kann es relativ zügig passieren, sagen wir so. Bei niedrig eigentlich geht's so. Besser auf 100, ey. 100 ist viel. Drogenbekämpfung. Unterrichtsraum. Fischerei haben wir noch gar nicht. Drogenbekämpfung können wir mal anmachen. Warum nicht? Petroleum brauche ich eigentlich noch gar nicht. Wo sind jetzt eigentlich die anderen untergebracht? Da. Ah. Sehr gut. Die Zellenblöcke sind belegt. Einer hängt noch in Einzelhaft. Was hat er gemacht? Waffenbesitz. Ach, da hängt noch einer. Ah, achso, der ist frei. Der ist fertig. Da haben wir noch Personalbereich, der Außenbereich. Deswegen, eigentlich hätte der eine gar nicht da rein, hier lang gehen dürfen. Eigentlich auch schon verboten, im Prinzip. Also würde ich jetzt mal so sagen. Immer noch ernsthafte. Ach, jetzt fühlen sie sich auch noch unterdrückt. Unterdrückt verfühlen sie sich. Oh, ich bin unterdrückt. Hört auf zu heulen. Alten Heulbojen. So. Wollen wir da mal die Rezeption reinbauen?
wo sie hinkommen. Das hört sich auch blöd an eigentlich, ne? Das heißt ja die Ankunft oder so ein Scheiß. Bedürfnisse, immer noch Erholung. Ich hab doch schon Gemeinschaftsraum. Hm? Freunde? Stimmt, und einen Schulungsraum brauche ich auch noch, ey. Boah. Alle so große Sachen. Alles so große Sachen. Geht das automatisch eigentlich auf nachher? Ich glaube, die gehen tatsächlich automatisch auf, ne? Die Zellen. Da brauchen wir gar keine Steuerung für. Das ist richtig cool gemacht eigentlich, dass die Zellen automatisch dann aufgehen. Weil das wäre echt total nervig, wenn jedes Mal ein Polizist da hinein muss. Der Wache. Die Waffenkammer brauche ich gerade noch nicht. Ich könnte Hunde machen. Recht. Hm. Gefängnisarbeit. Steuererleichterung, ganz wichtig. Extra Zuschüsse. Das ist eigentlich gut. Das brauchen wir noch nicht. Fernsteuerung. Hm. Überwachung. Hm. Da brauchen wir das hier, das CCTV oder wie das hieß. Also Patrouillen kann ich jetzt machen. Fertig. Danke. Patrouillen brauche ich später für die Hunde. Da werde ich dann später hier auf jeden Fall patrouillieren lassen. Eine Hundestaffel. Oder hier, besser, hier eine. Und hier eine. Alleine wegen Drogen und so. So, jetzt kann ich da wieder aufmachen, fällt mir gerade so ein. Voll belegen. Auf geht's. So, 25.000 haben wir. Wir haben gerade nur einen Zuschuss. Da wollen wir mal gucken. Was haben wir noch für welche? Bildung, Sicherheitsbewertung. Bewaffnete Wachen. Das ist auch schwierig, finde ich. Servieren Sie 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer und dann 2 Tage 3 große Mahlzeiten. Das können wir aber machen eigentlich. Jetzt müssen wir überlegen, wie das nochmal ging. 2 Tage eine kleine Mahlzeit. Nee. Pharmakologische Behandlung, Drogensucht. Was denn das nochmal? Tagesordnung? Regeln? Nein. Nee. Ja, wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ein Terminplatz. Oder ist denn jetzt Terminplatz?
Terminplatz. Ja, das ist eine gute Frage. Sieben Stunden arbeiten. Eigentlich, ja, die Folge schon oder ist vorbei. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, sonst wird einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde. Prison Architect. Tschüss singen.